Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dawn of Man. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn inzwischen habe ich die gesamte Ortschaft oder das gesamte Dorf mit Mauern umzogen. Ja, endlich. Da fehlt noch ein kleines Stück, das sehe ich gerade. Okay, das gefällt mir nicht, aber ja, kann man nicht ändern. Sind gerade am Arbeiten. Ein Wolfangriff, was, wie, wo, warum, weshalb? Zum Wolfangriff. Ja, es ist wieder Sommer, das heißt wieder Hülsenfrüchte ernten. Und ja, ich hoffe, unsere Leute machen sich da brav am Weg. Da liegt eine. Okay, nein, die ist nicht tot, die liegt nur und schlaft. Es ist wieder Sommer, es ist wieder Zeit zum Hülsenfrüchten ernten, was gut ist, denn ja, die gehen uns relativ flott aus. Wir sind jetzt schon bei 100 Bewohnern. Was bedeutet die Nahrung? Ja, ist jetzt schon wieder so ein Faktor, wo man regelmäßig sich darum kümmern muss. Also nur weil wir hier drei Felder haben mit Getreide und hier drei Felder mit Hülsenfrüchten, heißt das nicht, dass wir auskommen. Das Jagdgebiet macht sich auf jeden Fall bezahlt. Wir sehen, hier hängt eine Menge Fleisch zum Trocknen. Das wird auch brav genutzt. Ich überlege nämlich inzwischen auch schon, ob ich nicht vielleicht auch wieder ein Gebiet zum Fischen anlegen soll, denn das Lehmsammeln habe ich inzwischen abgebrochen. Durch das Umbauen der ganzen Hütten haben wir sehr viel Lehm zurückbekommen und sind jetzt schon bei 95 Lehm im Lager, obwohl ich das Limit auf 50 eingestellt habe. Also Lehm werden wir jetzt eine lange Zeit nicht brauchen. Dementsprechend überlege ich, ob ich nicht ein Arbeitsgebiet mit Fischen hier noch zusätzlich anlegen soll. Das vielleicht ein bisschen größer mache. Dass da aus drei verschiedenen Gebieten gefischt wird. Und werde da mal zwei Leute einstellen. Das sollte reichen. Gut. Wir können sehen, wir haben 100 Leute. Da hinten wird geerntet und wir sind trotzdem nur bei 62% Auslast. Also das ist ganz okay. Obwohl 5 Leute eingeteilt sind für die Jagd da hinten irgendwo. 2 Leute eingeteilt sind jetzt fürs Fischen, 2 Leute hier noch immer fürs Tannin sammeln, obwohl ich gar nicht mehr weiß, warum ich das mache. Und hier habe ich auch 1-2 Leute eingestellt zum Steine sammeln. Denn, na 4 sogar, denn ich finde nirgends mehr Stein. Ich kümmere mich inzwischen wirklich schon um die letzten kleinen Vorkommen. Was haben wir da? Stein? Na, okay, ist nicht erwähnenswert. Aber der Händler ist angekommen, das heißt, wir können wieder mal schauen, was der Händler zum Bieten hat. Der würde uns anbieten Mehl, getrockneten Fisch oder ein paar Schweine. Ja, Schweine brauche ich jetzt keine. Was ich auf jeden Fall nehmen würde, ist wieder Zinnerz. Und würde vielleicht sogar... Ja, warum nicht? 2 Kupferhacken mal, also Kupferäxte dafür hergeben und dann wieder ein bisschen Kleinzeugs. Was sonst keiner mehr braucht. So, perfekt. Was in der Zwischenzeit nämlich auch passiert ist, wurden wieder angegriffen von einer Räubergruppe und diesmal waren es gute 16 Räuber oder so. Und die haben uns leider, ja, gut 5-6 Bewohner umgebracht, deswegen waren wir kurzzeitig wieder unterhalb 90, also waren wir bei, keine Ahnung, 85 Bewohnern kurzzeitig. Das hat sich aber schnell wieder erfangen, nachdem ich eben sehr viel Platz zum Leben habe und ja, anscheinend der Ruhm von 551 und eine, ja, im Wohlbefinden von 84% sehr dazu geholfen haben, dass da wieder Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, ich will bei euch leben. Das ist recht flott gegangen, das gefällt mir gut, das ist eine tolle Sache. Toll. Aber ich bin noch immer auf der Suche nach Steinen. Wir haben geräuchertes Fleisch mal 1000, Wissen plus 1. Wow. Hier ist eine Schweinsfamilie. Wenn wir schon vom Wissen reden, ja, ich habe eine Menge Wissenspunkte angehäuft. Allein schon durch den Kampf mit den Räubern haben wir
keine Ahnung, 3 Wissenspunkte alleine dazu kriegt, dann natürlich einen Winter überstanden, eine gewisse Anzahl von Hütten gebaut, eine gewisse Anzahl von Lager gebaut und. Sowie ja, Bronzeschwerter, Bronzesicheln und das Ganze haben wir hergestellt. Was ich jetzt noch schnell machen muss, auf jeden Fall, ist umstellen, dass wir keine Kupferwerkzeuge mehr herstellen. Denn das liebe Kupfer geht uns aus. Ja, wir haben nur mit 30 Barren, aber kein Erz mehr. Das heißt, wir werden vielleicht doch noch, bis diese wirklich aus sind, wobei wir kein Kupfer... Ja, lassen wir das. Bis wir wirklich gar kein Kupferbarren mehr haben. Solange wir noch 30 haben, lassen wir das so. Gut, Wissen, genau. Technologie. Wir haben 20 Punkte, das heißt, wir können 2 Sachen freischalten. Wo ja mein Plan war, als nächstes die Steinschneidekunst freizuschalten, was wir auch gleich sofort machen. Zack. Und dann wäre nicht uninteressant die Schildherstellung. Da haben wir nämlich dann den Vorteil, dass unsere Leute sich besser schützen können. Denn die Gegner oder die Räuber kommen inzwischen auch schon alle mit Schild und teilweise auch schon mit solchen Kompositbogen. Was eine Menge Damage verursacht und das deswegen sind auch einige abgekratzt, also sind einige Leute von mir gestorben. Dementsprechend denke ich mal, Schildherstellung sicher nicht uninteressant. Das werden wir gleich aktivieren. Was wir dann mit den nächsten Punkten machen, ja, das würde ich dann spontan entscheiden, je nachdem, was gerade angesagt ist, weil Pferdedomestizierung ist jetzt nicht so lebensnotwendig, weil wir haben ja eh die Esel. Netzherstellung, wie gesagt, ist auch nicht so lebensnotwendig. Braun wäre interessant, müsste ich aber zuerst ein Roggenfeld anlegen. Und die Bögen, ja, die sind sicher nicht uninteressant, weil die einfach mehr Schaden austeilen. Besser sind für die Jagd und auch besser für die Verteidigung. Aber zuerst einmal jetzt zur Schildherstellung, denn hier können wir jetzt Schilder herstellen. Diese Schilder benötigen Holz und Leder. Leder haben wir 47, das ist gut. Holz haben wir eigentlich auch noch genug. Ja, dann können wir ruhig einmal sagen, Schildherstellung automatisch einstellen. Karren sowieso, da muss einer jetzt produziert werden, sehe ich gerade. Ja genau, weil die Jagdbogen, die normalen, bringen 4 Punkte und die Kompositbogen sollten dann eigentlich... Also die Kompositbogen bringen dann 4 Punkte, die aktuellen Bogen, die wir haben, bringen nur 3 Sterne. 3 Punkte und ja... Dementsprechend sind die neuen Bögen nicht uninteressant. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Was ich auf jeden Fall instweilen noch machen möchte, ist wieder eine Hütte in Auftrag geben. Schauen wir mal, welche am meisten beleidigt ist, welche als nächstes eine Reparatur benötigt. Es wird eh die Hütte sein. Das heißt, wir werden da jetzt mal ein Upgrade in Auftrag geben. Die schauen noch ganz gut aus. Zustand sieht man am oberen Balken. Der untere Balken ist einfach nur, was das Brennholz angeht. Betreffs Heizen und Backen im Haus. Das heißt, das wird bald wieder ein Holz brauchen. Aber das sollte kein Thema sein, da haben wir eh genug. Da sind ein paar Leute sehr demotiviert. Kommen von der Jagd zurück, okay. Warum? Habt ihr nichts fangen können? Seid ihr deswegen so demotiviert? Wissen plus 1, Wolle mal 100. Sehr schön, okay. Ja. Circa ein Drittel des Sommers ist vorbei. Die Felder sind am Abernten. Das passt. Wir schauen sich jetzt als nächstes mal an, was wir jetzt wieder im Ritualen freigeschalten haben zum Bauen. Spirituell. Wir können jetzt eine Statue bauen. Dafür benötigen wir einen Megalithen. Und das ist sicher nicht uninteressant. Wieder ein Platz zum Beten für unsere armen Bewohner, denen es ja so schlecht geht. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir den hin? Ich würde fast sagen, irgendwas da fett in die Mitte rein. Ah, in die Mitte ist doof. Könnten ihn theoretisch hier herstellen. Ist nur die Frage, nimmt er dann Platz weg für eine eventuell weitere Hütte? Ich vermute schon. Kann ich dich da irgendwo in die Ecke hineinstellen oder soll ich dich draußen? Ja, ich werde dich draußen hinstellen. So schaut's aus. Zu den anderen. Genau.
So, das heißt, hier wird jetzt wieder etwas gebaut, wo die Leute beten können. Wow, der Dolmen mit 10 Lagerplätzen ist fast voll. Was geht ab? Ich will nicht noch so ein Ding bauen. Egal, wir müssen sich jetzt mal um einen Megalithen kümmern für die Statue. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, hier hinten irgendwo müssten Megalithen herumliegen. Da hinten. Da liegen einige Megalithen. Wow, die sind zwar alle recht weit weg, aber wir werden dann noch einige brauchen fürs finale Bauprojekt. Was ist das? Das ist Feuerstein, okay. Das heißt, ich würde mal sagen, wir nehmen den, der was am weitesten weg ist, als erstes. Denn wenn es nur für eine Sache ist, ja, ist das ganz okay so. Sonst sehe ich da eh nirgends einen in der Nähe. Ah, hier sind noch, na, das sind Minen, Feuersteinminen, okay. Da drüben, achso, ist eine Mine von uns. ja, würde mal sagen, das war eine gute Wahl. Sonst sehe ich nämlich nirgends etwas. Das heißt, wenn der da hinten dann fertig abgeerntet ist, wo ist mein Dorf? Da ist mein Dorf. Werden wir den hierher transportieren lassen und hier eine schöne Statue aufbauen lassen. Da steht eine Kuh in Stonehenge drinnen. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wie sich die Kühe da gebären. Ja. Jetzt möchte ich aber schauen, wenn ich jetzt hier unter Umständen... Was macht denn das Kind da? Isst du Dreck? Hör auf, das ist dreckig. Lass das. Wenn ich jetzt noch eine Hütte hinbauen will, nee, nicht den Stall, Gemeinschaftshaus. Okay, geht sich das aus mit hinten? Ja, ich könnte theoretisch dann hier auch noch eine Hütte herstellen und sogar hier. Gut, also auf die insgesamt 150 Wohnplätze für 150 Bewohner sollten wir kommen. Denn das ist ja eins unserer Ziele. Wenn wir schauen, bei Meilensteine sehen wir, es fehlen nur mit 2 Stück. Und zwar das Geheimnis des Stahls. Da Conan wäre stolz auf mich. Produziere 20 Einheiten Stahl. Und dann Eisensiedlung. Erreiche 150 Leute und baue ein Steinmal in deiner Siedlung. Ja, in der Siedlung wird es sicher nicht der Fall sein. Aber wir werden es irgendwo rundherum bauen. Und das Steinmal, da kann ich mich noch erinnern, das ist riesengroß. Das schaut eigentlich schon aus wie ein überwachsener Hügel. Das wird dann eine Begräbnisstätte sein, oder? Ja, Steinmal. Und das Ding braucht, glaube ich, 6 Megalithen. Das wird dann auch wieder eine Herausforderung, die Dinger erst einmal finden und dann hertransportieren. Aber aktuell ist einmal wichtig, dass das Ding dann steht. Und wir mit den Hütten weitermachen. Es ist Sommer, das ist alles abgeerntet, oder? Ja, so gut wie das fehlt noch. Dann der Abtransport von den ganzen Früchten, also von den Erbsen und Kichererbsen und alles fehlt noch. Aber das passiert eh automatisch. Das heißt, ich kann hier eigentlich schon wieder eine Hütte in Auftrag geben zum Umbauen. Theoretisch eigentlich 2. Genau. Habe ich dir jetzt Upgrade, ja. Dann spulen wir wieder ein wenig vor. Bis der Sommer vorbei ist, das werden wir gleich Priorität hochstellen, genau. Zack. Steine haben wir. Ja, haben wir noch genug, so ziemlich. Die 2 Lagerhütten sind auch absolut für die Katze. Wobei, wie gesagt, wenn wir dann noch 50 Bewohner mehr haben, also ein Drittel mehr als was wir jetzt haben, werden wir die sicher brauchen. Deswegen lasse ich die einfach da stehen. Wir haben 10 Bronzeschwerter erstellt. Das ist der da ist schon wieder irgendwer gestorben. So, da Priorität. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Das war doof. Bauen. Wohnhaus, Gemeinschaftshütte. So. Das ab Priorität hoch. So. Jetzt passt's. Und wieder vorspulen.
zumindest mal bis der Frühling vorbei ist, na der Sommer. Das heißt, als nächstes kommt der Herbst, wo dann wieder das alles zum Ernten ist. Eieieiei. So, der Megalith ist anscheinend auch schon fertig. Genau, das heißt, wir können den schon für den Transport bereit machen. Brauchen wir dreimal Holz und Wollstoff mal 100, Wissen plus 1, sehr gut. Dreimal Holz haben wir, dreimal Leder haben wir auch, sehr gut. Und der Händler ist angekommen. Was hast du uns zum Bieten? Getreide? Nee, das werden wir gleich abernten. Du hättest wieder eine Menge Zinnerz. Bronze-Sicheln. Netzherstellung für 300. Ach, das wäre. Uninteressant wäre es nicht, weil dann sparen wir sich schon wieder Wissenspunkte sammeln. Ich glaube, das werde ich jetzt ausnahmsweise machen. Weil handeln muss ich sowieso. Also will ich sowieso. Ich will das Zinnerz haben. Dann kommen wir auf 60 sogar. Das ist gar nicht so schlecht. Ich könnte die Kupferbahn alle hergeben. Wie will ich da kriegen? 104. Alter Schwede. Okay, dann probieren wir es mal. Lassen wir es mal durchrechnen. Wenn ich dem jetzt auch noch ein paar Bögen gebe, beziehungsweise auch alle Feuersteinmesser, alle Steinspeere. Jetzt bräuchte ich noch 11 Punkte von was anderem. Das wäre eigentlich ganz okay. Ich würde zwar einige Bögen hergeben, das tut weh. Alles andere ist aber nicht so schlimm und die Kupferbarren sind mir ehrlich gesagt auch schon wurscht. Denn wir haben genug Bronze und genug Zinnerz, dass wir jetzt wirklich alles komplett auf Bronze umstellen können. Das werden wir auch machen. Deswegen Handel bestätigen. Was nämlich bedeutet, wir haben uns jetzt die 10 Punkte für diese Technologie erspart. Netzherstellung, Fischreiße. Sehr schön. Jetzt muss ich aber nur hier beim Schmied umstellen, dass der gar nichts mehr in Kupfer produziert. Sondern alles jetzt aus Bronze macht. Weil Kupfererz haben wir keines mehr. Kupferbarren hätten wir jetzt noch einen, ja. Von mir aus. Und hier müsste ich jetzt einstellen können, dass er statt der Angel eine Fischreuße baut. Und die ist fürs Angeln natürlich am besten. Das heißt, wir werden das ausschalten, wir werden das hier aktivieren. Das Limit ist eher eingestellt auf maximal 5 Stück, also allzu viel werden wir da nicht verbrauchen. Von den Zwirn, also von dem Flachs da, was bist du? Leinen, genau. Passt das, glaube ich, mal so, dass wir den Handel jetzt vollzogen haben. War zwar ein heftiger Handel mit viel Punkten, aber früher oder später wird er sich auszahlen, weil wir eben dann nicht so viele Wissenspunkte für Unnötiges verwenden. So, die Hütten sind alle fertig. Das heißt, wir könnten als nächstes jetzt wieder, dich upgraden, immer zwei auf einmal. Hier wird gleichzeitig geerntet, das ist schön. Da haben wir sogar noch immer Stein. Das ist sehr schön. Ja, sieht alles sehr gut und sehr vernünftig aus. Das heißt, hier kann ich jetzt Priorität hochstellen. Und hier genauso. Dann werden die etwas schneller fertiggestellt. Die Felder sind jetzt einmal
Ja, im Winter müssen wir es jetzt wieder bestellen. Das heißt, gleich werden die Felder wieder interessant. Megalith, wo ist der Megalith? Schauen wir kurz, ob der schon unterwegs ist. Tatsache, das sind echt schon zwei Leute unterwegs. Wo geht's denn hier hin? Ah, ihr holt euch da Früchte zum Essen. Das ist aber eine coole Sache. So, vier Leute sind der Siedlung beigetreten. Gemeinschaftshaus mal 20 plus 1. Arbeitsgebiet erschöpft, Steine sammeln. Okay, hat sich jetzt einiges getan so. 109 Bewohner haben wir jetzt schon. Schild mal 10, Wissen plus 1. Sehr schön. Ja. Das heißt, hier kommen dann noch insgesamt vier dazu. Das heißt, wir sind bei 125. Fünf Leute können in einer Hütte wohnen. Damit wir auf 150 kommen, brauchen wir dann noch fünf Hütten. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir könnten auf jeden Fall mehr als 150 Leute unterbringen. Müssen aber auf jeden Fall jede Hütte umwandeln in ein Gemeinschaftshaus und noch ein paar Gemeinschaftshäuser extra bauen. Sollte alles kein Thema sein. Mich interessiert jetzt aktuell nur gerade, wie es ausschaut mit dem Megalithen. Ob die zwei Typen da anfangen zu ziehen oder ob die zwei Typen sich aus dem Staub machen und ja, so wie es ausschaut, sind die am Weg nach Hause. Genau. Gut. Wenn die nach Hause gehen, mache ich jetzt auch Schluss. Deswegen sage ich an der Stelle wie immer Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.